Jo, hallo und willkommen mal wieder auf meinem Kanal InKev. Ich starte jetzt hier schon das nächste Video. Ich mache jetzt hier mehrere Videos hintereinander. Meine Freundin, die sitzt da 500 Meter weiter drüben. Keine Ahnung, die sieht man wahrscheinlich gar nicht. Ja, und da drüben ist der Damm und ja, ich sitze jetzt hier ganz entspannt auf dem Gras. Ja, heute gibt es mal meine Meinung zu It's Assi TV. Denn ich bin ja ein richtiger Hater gegen It's Assi TV, das weiß ja mittlerweile jeder. Nee, aber einfach mal nur was dazu. Ich muss erst mal sagen, damals, falls das einige noch nicht mitbekommen haben, damals gab es einen Streit zwischen It's Assi TV und mir. Das Ganze habe ich gestartet sozusagen, aber es war eigentlich nie bewusst gewesen, dass ich einen Streit gestartet habe. Das wollte ich eigentlich auch nie. Aber wir müssen erstmal von Beginn an starten. Und zwar hat It's Assi TV mir öfter mal geschrieben, dass er meinen Content ganz gut findet. Und ja, dass er ganz gut halt mit mir ist. Ne? Ich habe auch mal zurückgeschrieben, war auch alles cool. Ich kannte aber It's Assi TV noch nicht weiter. Dann später habe ich so sein Content entdeckt und dachte mir so, okay, ja, ist ganz lustig, ne? Ist halt sein Humor, ist ganz lustig und habe ich ihm auch geschrieben, also ich glaube, ich hab ihm das damals auch geschrieben, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Dann habe ich aber seine Streams gesehen und in seinen Streams hat er eben, ja, so Hate-Streams gemacht, Zerstörungsstreams hieß das. Das hat er einmal im Monat, glaube ich, gemacht oder einmal in der Woche, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Und da waren halt tausende Leute bei ihm im Chat und er hat halt die Leute auf andere Streamer gehetzt sozusagen und hat gesagt, hier, lass mal ein Dislike da, zerstör die einfach mal. Das habe ich halt kritisiert in meinem Video. Es wurde halt als persönlicher Angriff gewertet von It's Assi TV, ne, weil wir ja eigentlich cool waren. Ich habe ihn dann kritisiert öffentlich und das geht ja gar nicht. Ich hätte ja auch schreiben können. Stimmt, ich hätte ihm auch schreiben können, aber zu der Zeit, ich kannte ihn halt noch nicht weiter und ich dachte mir so, ja, machst du halt ein Video. Ich meine, das war ja mein Content, ne, kritisieren. Ja, dann ging es immer hin und her. Das eine Video von It's Assi TV und It's Assi TV hat auch noch was gegen Firegordon gesagt. Dann habe ich wieder was gesagt. Ach, keine Ahnung, irgend sowas. Und im Prinzip gab es danach nie mehr. Also, ich hatte nie ein Problem, auch ein persönliches Problem, eigentlich noch nie mit It's Assi TV. Ich habe kein Problem mit ihm, mit seinem Content habe ich genauso wenig ein Problem. Und er hat es ja dann auch irgendwann gelassen mit diesen Zerstörungsstreams. Und von daher gibt es für mich gar kein Problem. Also wirklich zu 0,00% ein Problem. Und dann gibt es halt immer noch Leute, ne? Und das ist jetzt schon mittlerweile, ey, es war 2018 im Dezember war das ganze Thema. Jetzt nach einem anderthalben Jahr, es gibt halt immer noch Leute, die schreiben, hier, als Assi TV hat dich zerstört. Wo ich mir so denke, what the fuck, Alter, ich meine, lebst du im Jahr 2018 oder so? Also habe ich gar nicht verstanden. Auch ich habe bestimmt zehntausende Kommentare bekommen, dass ich ein Hurensohn bin und Hashtag jetzt Assi TV und sowas. Es muss ich sagen, fand ich halt ein bisschen, ja, es ist halt schon ein bisschen kindisch, ne? Ich kann schon verstehen, dass eine Community hinter einem stehen möchte und jetzt Assi TV hat halt eine riesige Community, ne? Muss man eben auch zugute halten, er hat eine sehr stabile Community, aber auch, ja, nicht, also die reflektieren relativ wenig. Die wissen nicht, was ich überhaupt gemeint habe mit meinem Video. Die haben generell, ja, das nicht ganz verstanden, ne? Aber, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also wenn es jetzt direkt um ins Assi TV geht, habe ich gar kein Problem mit ihm. Ich habe vor kurzem erst sogar ein Video gemacht, nicht ein Video gemacht, ich habe erst ein Video von ihm angeguckt, so ein GTA-Video, das fand ich halt mega lustig, so. Ne? Aber, ja, sonst schaue ich ihn jetzt auch nicht so krass aktiv oder so. Ich habe mir halt mal ein Video angeguckt, weil ich gesehen habe, dass er ja wieder aktiv ist und dass er nicht mehr gebannt wurde oder gebannt ist. Und muss ich halt sagen, er macht sein Zeug, er ist sehr erfolgreich mit YouTube. Wahrscheinlich auch mit seinem Creator Code verdient er Haufen Geld und kann er auf jeden Fall machen. Ne? Solange er in meinen Augen das weiter so macht, wie er es jetzt macht, finde ich, das ist gar kein Problem. Wenn er aber jetzt immer solche Zerstörungsstreams gemacht hätte auf Dauer, dann hätte ich vielleicht auch nochmal was gesagt. Aber wie gesagt, das macht er nicht mehr. Das hat er dann damals auch gesagt, dass es vielleicht nicht ganz so korrekt war. Und das hat er dann aufgehört. Und von daher gibt es gar kein Problem. Also ich habe zu 0,0% ein Problem mit It's Assi TV. Und auch alle Leute, die dort mit dazuhängen oder auch mit dem Fortnite-Zeug, ne, da gab es ja auch mal einen Streit mit, ich kenne die, ich weiß gar nicht mehr ganz, wie die heißen, Buri oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich mit denen überhaupt mal einen Streit hatte. Ich habe mit denen allen gar kein Problem. Zumindest auch kein persönliches Problem. Ich kann ja von dem Content halten, was ich will. Ne? Manches finde ich jetzt nicht so gut, manches finde ich wieder ganz lustig. Aber Leute, fasst das nicht immer auf, dass ich den Typ hasse oder so. Das ist einfach Quatsch. Vor allem dann auch die Leute, die denken, ja, sie müssen halt ihren Lieblings-YouTuber verteidigen, indem sie halt Morddrohungen schicken. Da muss ich halt komplett durch. Ne? Also für die Leute, die das jetzt noch machen, kann ich euch auch so sagen, wie es ist. Sollte ich die Adresse rausbekommen, über irgendwelche Umwege und da kann ich auch mal meine Community fragen, ob die vielleicht die Adresse von demjenigen wissen, wäre ich auch anwaltlich dagegen vorgehen, weil ich muss sagen, gehört sich nicht, Morddrohungen nehme ich auch mittlerweile ernster, weil es gibt halt irgendwelche Psychos da draußen, die halt wirklich nichts weiter zu tun haben, als dann einem zu drohen und vielleicht dann irgendwas auch zu machen. Meistens sind es halt einfach nur leere Drohungen, sage ich mal, aber die zeigen dann schon eventuell ein bisschen Einsicht und Reue, wenn man halt dagegen vorgeht. Das Gute ist halt bei denen, die müssen die Anwaltskosten tragen und eventuell haben die auch noch eine Strafe am Hals hängen. Und in meinen Augen kann man da nur draus lernen. Ne? Deswegen, Leute, denkt immer,
drüber nach, was ihr schreibt. Solltet ihr auch jetzt von It's Assi TV kommen, beziehungsweise It's Assi TV Zuschauer sein, wie gesagt, denkt immer drüber nach, was ihr schreibt, wen ihr was schreibt, überlegt, ob ihr das schreiben dürft, wie alt ihr vielleicht seid und was für Konsequenzen auch für euch haben könnte. Ne? Weil ein YouTuber kann immer gegen Kommentare auch vorgehen, ne? So ist es nicht. Man muss halt bloß erstmal rausfinden, von wem das kommt. Aber das geht auch relativ schnell. Sobald du eine IP-Adresse herausfindest von einem Zuschauer, dann war's das. So, dann kann man das ganz einfach nachverfolgen. Deswegen immer schön entspannt bleiben, nicht zu viel schreiben. Ich bin jetzt auch nicht so der Oberallmann, der jetzt jedem Zeug hinterher rennt. Ich habe bisher noch nie eine Anzeige gestartet gegen irgendwas, ne, in meinem ganzen Leben noch nicht. Aber wie gesagt, so bei Morddrohungen hört dann auch mittlerweile halt der Spaß auf. Deswegen denkt immer drüber nach, was ihr macht. Ja, jetzt Assi TV, ich wünsche ihm alles Gute auf seinem Weg. Ne, ich denke, er ist weiterhin sehr erfolgreich, wird auch weiter bleiben. Sein Content geht auf jeden Fall ab. Er steckt viel Arbeit in seine Videos. Ja, wie gesagt, geht auf jeden Fall fit. Aber ja, ich verfolge ihn jetzt auch nicht so krass. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu It's Assi TV in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn gut findet, ob ihr ihn sagt, ja, nee, finde ich unsympathisch. Schreibt es gerne mal rein. Und ja, das ist meine Meinung zu ihm. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stechen ans Bänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao.